Thorsten Lahm, der Trainer des MSV Jägersburg, des glücklichen MSV Jägersburg, muss man dann sagen. Aufgrund der zweiten Halbzeit, hatten Sie noch mit dem Sieg gerechnet, Herr Lahm? Sagen wir mal so, es war in der zweiten Halbzeit wirklich alles drin. Ja. Zwischenzeitlich dachte ich, ich bin mit dem Punkt zufrieden. Dann dachte ich, die letzten 10 Minuten nochmal nach eurer Großchance, als er die liegen lassen habe, habe ich gedacht, okay, wir wechseln jetzt nochmal ein bisschen. Vielleicht kriegen wir noch ein zweites hin. Und dass es dann so gekommen ist, eine Minute vor Schluss, ist natürlich für uns sensationell und toll. Ne? Ja. Der Weg des MSV geht weiter nach oben. Ihr habt jetzt 7 Spiele, 6 Siege beim starken 1. FC Kaiserslautern am Dienstag verloren. So kann es eigentlich weitergehen aus eurer Sicht, oder? Wie man in der zweiten Halbzeit heute gesehen hat, ist der Kräftezuschlag schon bei uns enorm hoch. Ja? Wir spielen seit Wochen mit 11, 12 Feldspielern immer die gleichen. Ja? Und das merkt man auch. Heute hat man es gemerkt, zweite Halbzeit, eigentlich müssen wir 3-4-0 führen. Nach der Halbzeit haben wir die Riesenchance zum 4-0, machen die nicht. Und dann kriegen wir, merkt man, wie immer mehr sein, wo ein Spiel reinkommt, wir müde werden, die Räume nicht mehr zukriegen. Und da merkt man den Kräftezuschlag. Das heißt für uns, Kräfte bündeln, ja, wieder sammeln über die Woche, um dann einigermaßen frisch nach Gießen zu kommen. Und es könnte so weitergehen, wie Sie schon so sagen, ja klar.